Hey Leute, ich bin's Conny und heute geht es um einen gratis Robux-Hack und vor allem geht es darum, wie ihr euch selbst davor schützen könnt, auf der Suche nach gratis Robux-Hacks selbst gehackt zu werden. Darauf erstmal ein Floss. Jetzt seid mal ehrlich zu mir, Leute. Wer von euch hat schon mal irgendwo auf Google, auf YouTube, im Internet nach gratis Robux, nach Robux-Hack oder sowas gesucht, weil er oder sie herausfinden wollte, ob es möglich ist, sich Robux irgendwie zu hacken? Schreibt's mir in die Kommentare, seid bitte ehrlich. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Wer von euch hat das gemacht und ist deswegen auch auf dieses Video gekommen? Erstmal möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Vor ein, zwei Wochen, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video online kommt, habe ich einen Kommentar bekommen. Der wurde natürlich sofort von YouTube zurückgehalten und nicht veröffentlicht. Und der sah so aus. Ein Kommentar von RDW Suchti. Gratis Robux. https://www.mediafire.com/file. Dann ein Link und dann heißt die Datei robloxcheat.zip/file. Ich habe es natürlich zensiert, weil dieser Link hier ist gefährlich, Leute. Und ihr solltet niemals, wenn ihr sowas im Internet seht, auf so einen Link klicken. Schon gar nicht bei Mediafire. Wenn ihr euch sicher sein wollt, dass die File-Upload-Plattform, von der ihr euch eine Datei herunterladet, ein Virus enthält, dann müsst ihr nur darauf achten, dass es Mediafire ist, weil auf Mediafire gibt es eigentlich nur Viren. Wer Mediafire für Ledger-Dateien verwendet, der hat den Schuss nicht gehört. RDW-Suchti ist nicht mal irgendein random Bot, sondern tatsächlich ein ganz normaler Zuschauer. Den möchte ich hiermit auch mal ein bisschen outcallen. Seitdem er diesen Kommentar geschrieben hat, habe ich ihn natürlich blockiert. Er ist auch bei meinen Freunden Victor und so auf seinem Kanal auch blockiert, weil das geht gar nicht, sowas bei uns zu posten. Das geht überhaupt nicht. Und ich dachte mir, weil das jetzt mal kein Kommentar von irgendeinem Spam-Bot ist, sondern wirklich von einer normalen Person, will ich mal darauf eingehen. Wir klicken mal auf den Link, wir gucken mal, was dann passiert und wir versuchen uns dadurch mal hacken zu lassen, damit ihr seht, was passiert. Das natürlich in einer sicheren Umgebung. Und dafür habe ich hier eine virtuelle Maschine. Das ist eine ziemlich sichere Umgebung. Macht sowas niemals bei euch zu Hause auf dem PC. Das hier ist ein komplett abgekapselter virtueller PC. Der hat nicht mal Zugriff zum Internet aktuell. Wenn er Zugriff zum Internet hat, ist er in einem gesonderten Subnetzwerk und er lässt keine Verbindung von innen nach außen zu. Ich habe jetzt diesen Rechner mit dem Internet verbunden. Wir haben jetzt Internet. Jetzt kommen auch schon die ersten Netzwerkaktivitäten von der Firewall rein. Ich habe hier drauf ein paar Programme installiert, die uns helfen, am Ende zu analysieren, was genau hinter diesem Hack steckt. Also öffne ich jetzt Firefox. Firefox ist übrigens der Browser, den ich empfehlen kann. Ich habe ziemlich viele ausprobiert, habe mich dann am Ende wieder für Firefox entschieden. Ziemlich basic Setup. Ich habe hier aber noch ein paar Privacy Settings eingestellt. Und ich gehe jetzt mal auf seinen Scam-Link. So. Kaum besuche ich diese Webseite, zeigt mir Firefox an. Diese Seite könnte schädliche Programme enthalten. Firefox hat diese Seite blockiert, da sie versuchen könnte, sie mittels Tricks dazu zu bringen, Software zu installieren, welche sich negativ auf das Surfen im Internet auswirkt. Zum Beispiel die Homepage ändert oder zusätzlich Werbung anzeigt. Das ist natürlich nur das Risiko, das Firefox für sich selbst sieht, aber noch nicht das Risiko, was eigentlich für unseren PC, vielleicht auch für unseren Robux-Account bestehen könnte. Warnung bereitgestellt von Google Safe Browsing. Wir können uns hier Details ansehen. Hier steht dann, Mediafire wurde als Seite mit schädlicher Software gemeldet. Ich sag euch, Leute, niemals auf Mediafire-Links gehen. Sie können aber auch das Risiko ignorieren. Und das werde ich jetzt machen. Macht das bitte nie. Ich ignoriere jetzt das Risiko. Und ich gehe auf die Seite. Und jetzt sehen wir sogar, da das jetzt schon ein bisschen länger her ist, steht hier sogar, Dangerous File Blocked. Mediafire selbst hat die Datei inzwischen runtergenommen, weil Mediafire selbst gemerkt hat, die Datei ist nicht tamam, mit der Datei ist nicht zu spaßen. Es gibt überall Warnhinweise. Aber ich wäre ja nicht Conny, wenn ich nicht schon vorbereitet wäre. Ich habe die Datei vorher schon runtergeladen. Hier in meinem Download-Ordner befindet sich dieser Roblox-Sheet.zip. Ich werde jetzt einfach mal diese ZIP-Datei extrahieren an diesen Ort. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hier haben wir Roblox Sheet X und da unten Bedrohung gefunden. Microsoft Defender Antivirus hat Bedrohung festgestellt. Okay. Vector MSIL Nanocore MTB. Schwerwiegende Bedrohung wurde festgestellt. Und die Datei wurde sofort unter Quarantäne gesteckt. Da hatte ich nicht mal eine Wahl. Microsoft Windows hat mir nicht mal eine Wahl gelassen und hat die Datei sofort gelöscht. Sie ist weg. Sie ist einfach weg. Also müssen wir ein bisschen anders weitermachen. Und zwar, indem wir jetzt etwas machen, was wir auch niemals machen sollten. Ich gehe jetzt auf den Windows Defender Viren- und Bedrohungsschutz, auf die Einstellungen für den Viren- und Bedrohungsschutz und deaktiviere den Echtzeitschutz. Und jetzt ist kein Echtzeitschutz mehr aktiviert. Das bedeutet, wir sind jetzt nicht mehr so gut geschützt. Microsoft sagt mir jetzt auch, ich soll den wieder aktivieren. Das ist gefährlich, was ich mache. Und das ist auch gefährlich und macht das auf gar keinen Fall nach. Ich habe jetzt wieder die Internetverbindung weggemacht. Den Ordner können wir hier entfernen. Ich werde jetzt wieder extrahieren. So, jetzt haben wir die Datei. Sie wird nicht direkt gelöscht, weil der Windows Defender jetzt nicht mehr aktiv ist. Und jetzt haben wir hier den Roblox-Sheet.exe. Und wenn ihr diese Datei auf eurem PC ausführt, dann ist das die Wahrscheinlichkeit sehr hoch,
dass da große Probleme entstehen. Ich schiebe mir das Ding mal auf den Desktop und habe hier noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich drücke jetzt Windows R, CMD. Dann gehe ich zum Desktop, CD Desktop. Und wenn ich beim Desktop bin, sage ich jetzt Strings. Und dann ziehe ich einfach mal die Datei hier rein. Und dann gucken wir einfach mal, was diese Datei für Strings enthält. Ziemlich viele. Padding, 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 Padding. Und wir sehen hier ist ziemlich viel kryptischer Spaß drin, der gar keinen Sinn macht, der sich überhaupt nicht verstehen lässt. Aber wenn man hier hingeht, dann kommen irgendwann so solche Variablen, solche Strings hier. Und die sehen ziemlich verschlüsselt aus, als hätte jemand dann nochmal ein Programm rüberlaufen lassen, damit die Strings alle nochmal verschlüsselt werden, damit wir nicht so gut verstehen können, was hier drin ist. Hier sind dann so ganz normale Sachen, Shutdown, Uninstall, was wahrscheinlich automatisch vom Bild hinzugefügt wurde. Aber dann gehen wir weiter, weiter, weiter. Jetzt kommen wir wieder normale Namen. Hier können wir ein bisschen was lesen. Und während wir hier hochscrollen, sehen wir hier schon wieder Nanocore Client und Nanocore Client Exe. Wenn ihr irgendwo, irgendwo in einer eurer Dateien, die ihr irgendwo runterladet, Nanocore seht, gar nicht anfassen. Nanocore ist Schadsoftware. Ich aktiviere nochmal das Interwebs, gehe dann hier wieder rein und dann googeln wir einfach mal Nanocore. So, Nanocore Red Malware Family. Das hat ja nicht so lange gedauert. Malpedia. Nanocore ist ein Remote Access Tool, um eure Zugangsdaten zu stehlen, euch über eure Kamera auszuspionieren und wird von verschiedensten Kriminellen verwendet. Dann stehen hier noch ziemlich viele Informationen. Also Nanocore, böse. So viel müsst ihr wissen. Ich zeige euch jetzt aber auch mal was Nützliches, Leute. Ich zeige euch jetzt mal was Nützliches. Es gibt nämlich eine wunderbare Seite. Die heißt VirusTotal. Hier haben wir VirusTotal.com. VirusTotal.com ist eine Webseite, auf der ihr einfach Dateien hochladen könnt. Und VirusTotal lässt ihr dann durch verschiedenste Virenschutzsoftware-Scans durchlaufen. Und wenn ich jetzt hier diesen RobloxSheet.exe hochlade, dann sehen wir, 57 von 66 Tools haben haben kleine Problemchen mit der Datei. Okay, Acronis bewertet es als suspicious. Hier stehen dann solche Sachen wie WinTrojan, Nanocore, Exploit gefunden. Nanocore haben wir vorhin schon gelesen. Hier wurde auch wieder Nanocore gefunden. Bitdefender hat Backdoor MSIL Agent gefunden. Wenn ihr etwas auf VirusTotal hochladet und hier alles rot ist, außer vielleicht diese chinesischen Sachen da unten, Alibaba, Baidu und so. Aber wenn hier oben alles rot ist, nicht anfassen. Auf gar keinen Fall anfassen, das ist ein Virus. Wenn ihr die Datei ausführt, dann ist es vorbei, Leute. Das ist eindeutiger geht's nicht. Man kann sich hier dann noch so ein paar Details anschauen. Die sind für euch aber größtenteils uninteressant. Wir wissen auf jeden Fall, die Datei ist nicht in Ordnung. Merkt euch einfach virustotal.com. Wenn ihr euch bei einer Datei nicht sicher seid, ladet die immer dort hoch. Und wenn hier irgendwas anschlägt, weg mit der Datei. Einfach nur zur Sicherheit. Zum Beispiel, wenn ich habe jetzt hier strings.exe reingezogen, da wurde nichts detected. Dementsprechend kann ich mir sicher sein, strings.exe ist tamam. Dann haben wir hier noch Sandboxy Plus und Firm Upload. Wird jetzt hochgeladen, wird gescannt. Die Datei wurde noch nicht gescannt, deswegen wird jetzt analysiert. VirusTotal scannt natürlich nur einmal und danach merken sie sich den Hash von dem Programm und geben einen die Ergebnisse vom ersten Scan. Deswegen hier wird es jetzt noch einmal Sandboxy Plus, was ich hier habe, wird jetzt noch einmal komplett durchgescannt. Und da wurde nichts gefunden. Alles tamam. VirusTotal ist immer ein sehr gutes Tool, um zumindest schon bekannte Malware zu finden und nicht zu benutzen. VirusTotal ist natürlich keine Garantie dafür, dass alles, was ihr benutzt, sicher ist, weil es kann ja immer sein, dass jemand einen komplett neuen Virus geschrieben hat, der noch nicht so leicht detected wird und dann wird es auch nicht detected. Aber läuft auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt wieder vom Internet getrennt. Strings mache ich jetzt auch aus und ich würde sagen, ich öffne mal Sandboxy. Das ist eine Sandbox-Umgebung und in dieser Sandbox-Umgebung möchte ich jetzt einfach mal den Roblox-Sheet ausführen. Den starten wir jetzt in der Sandbox, ganz normal, gucken, ob da irgendwas passiert. Okay. Das Ding möchte jetzt, dass ich .NET Framework 3.5 installiere. Das wird bei euch schon vorinstalliert sein. Habe ich nicht gemacht. Wenn ich jetzt auf Herunterladen und Installieren gehe, gibt es wahrscheinlich Probleme. Ich gehe mal auf Installation überspringen. Wir brauchen jetzt kein .NET. Aber die Datei lässt scheinbar tatsächlich einen Installer durchlaufen. Ich habe die Datei jetzt mal decompiled mit ILSpy. Hier kann ich jetzt angucken, wie die Datei so ungefähr zusammengesetzt war oder hätte sein können. Man kann natürlich nie 1:1 decompilen, wie es vorher aussah. Aber wir sehen, hier ist auch alles wieder so verschlüsselt mit hässlichen Strings, die keiner lesen kann. Und da hier alles so verschlüsselt ist, kann man sehr schlecht herausfinden, was genau jetzt was machen soll. Weil es einfach sehr schwer zu lesen ist. Aber weil hier so viel Müll drin ist, wird es natürlich sofort detected. Windows hat ja sowieso schon sofort gesagt, nee, die Datei ist nicht in Ordnung und hat es gar nicht zugelassen. Also hier sind teilweise Stückchen Code drin,
die nichts machen, die einfach nur da sind, um das Ding unnötig zu füllen. Naja, brauchen wir uns nicht weiter anschauen. Remove das wieder. Brauchen wir jetzt nicht mehr angucken. Ich beende hier drin wieder alle Prozesse. Dann hole ich mir .NET 3.5 selber. So, und dann installieren wir uns einfach mal .NET 3.5. Und während das herunterlädt, stellt ihr euch natürlich die Frage, warum sollte er mir in den Kommentaren so einen Hack schicken? Also vielleicht, weil er mich hacken will. Vielleicht dachte er aber auch, dass dieser Kommentar wirklich angezeigt wird. Nein, wenn ihr Links schickt oder generell irgendwas Suspicious schickt, dann wird sofort zurückgehalten. Diese Kommentare werden bei mir in der Kommentarsektion nicht angezeigt, aber wollte vielleicht irgendwelche anderen Leute damit scammen. Und wie kommt er zu so einem Link? Das ist ein uraltes Programm. Und ich bin mir ziemlich sicher, der hat wahrscheinlich selbst irgendwo nach gratis Robux oder Robux Hack Scam Link oder sonst was gegoogelt, hat dann irgendeinen Baukasten im Internet gefunden, hat dann mit seiner eigenen Exe-Datei, die wir jetzt heruntergeladen haben, erstellt nach irgendeinem YouTube-Tutorial und dann hat er die hochgeladen und versucht zu verbreiten, weil er die Login-Daten von euren Accounts haben möchte. RDW-Suchti versucht, eure Accounts zu hacken, indem er euch Free Robux verspricht und diesen Link schickt. Hat dafür selbst irgendeinen Baukasten benutzt, der von irgendjemand anderem zur Verfügung gestellt wurde und geht damit selbst das Risiko ein, selber gehackt zu werden. Das Risiko ist sehr hoch, dass auf seinem PC gerade Malware ist, die sich irgendwann aktiviert, vielleicht alle seine Dateien verschlüsselt, ihn dann erpresst, vielleicht seine Accounts scammt, vielleicht irgendwelche Daten über ihn sammelt und weiterverkauft. Das kann ich nicht wissen und das wird er wahrscheinlich auch nicht wissen. Er ist ein sehr großes Risiko damit eingegangen und naja, wem es gefällt. So, .NET ist installiert. Ich beende nochmal das Internet, räume hier nochmal alle Prozesse auf. So, dann ziehe ich das Ding dann nochmal rein. So, jetzt werden keine Berechtigungen mehr angefragt. Das Programm wurde sofort beendet. Das Programm hat gestartet und hat sich sofort beendet. Okay, interessant. Jetzt gibt es dazu zwei Optionen. Entweder das Programm macht wirklich nichts oder das Programm hat bemerkt, dass es sich in einer Sandbox befindet, hat bemerkt, dass es keinen Internetzugang hat und hat dementsprechend dann die Verbindung gekappt. Weil was ich auch gesehen habe, als ich es decompiled habe, das Ding schaut sich auf jeden Fall die Netzwerkumgebung an. Das heißt, es guckt, befinde ich mich in einem Netzwerk, was für einem Netzwerk, und scheinbar hat das Programm dann Schluss gemacht, weil es bemerkt hat, dass es untersucht wird. Also müssen wir jetzt eine Nummer härter gehen. Ich habe immer noch kein Internet, das heißt, jetzt wird, wenn das Programm wirklich sich beendet, wenn es kein Internet hat, würde nichts passieren. Ich führe die Datei jetzt aus. RobloxSheet.exe. Die Verbindung mit Smart Screen ist zurzeit nicht möglich. Weil ich kein Internet habe, wird der Smart Screen von Windows nicht aktiviert. Ich gehe jetzt auf Ausführen, obwohl die Datei vermutlich gefährlich ist. Es ist noch nichts passiert. Wir schauen mal in den Taskmanager. RobloxSheet.exe. Okay, das Programm läuft im Hintergrund. Irgendwas macht das Ding. Zweimal. Es frisst aktuell noch nicht so viele Ressourcen. Ein bisschen Arbeitsspeicher, kaum CPU. Es läuft aber. Wir haben jetzt im Hintergrund einen Hack laufen. Der Hack, der macht jetzt irgendwas mit unserem PC. Was er macht? Vielleicht schaut er sich die Umgebung an. Vielleicht versucht er eine Verbindung aufzubauen. Vielleicht versucht er gerade Credentials abzugreifen, versucht gerade hier zu gucken, was habe ich für einen Browser, holt sich dann die Cookies aus meinem Browser raus. Wenn ich hier in Firefox angemeldet wäre mit meinem Roblox-Account, würde er den Token stehlen, mit dem ich angemeldet bin, sprich die Cookies, und würde dann wahrscheinlich RDW-Suchti die Dinger rüberschicken. Dann hat er einen neuen Zugang, mit dem er sich anmelden kann. Das kann gut sein. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich mich mit dem Internet verbinde? Okay, ich bin jetzt mit dem Internet verbunden. Auf einmal läuft der eine wild. Der eine hat auf einmal was gemacht. Wollen wir mal gucken, was das hier ist? Ein leerer TCP-Stream. Okay, fangen wir mal Glasswire. Okay, noch hat RobloxSheet.exe nichts gemacht. Was ist denn, wenn ich jetzt so frech bin und einfach sage, Task beenden? Das mögen manche ja nicht so. Sandbox, die brauche ich auch nicht mehr. Ja, alle hier beenden. Was ist eigentlich agpss.exe? Dateifahrt öffnen. Da hat sich was installiert in Roaming. In Roaming gibt es jetzt diesen Ordner hier. AGP Subsystem. Ich kopiere das mal hier hin. Guck mir das mal an. Und da ist echt wieder eine Menge drin. Das scheint eine 1:1 Kopie von unserem Roblox-Sheet zu sein. Padding, Padding, Padding kennen wir. Ganz viel Müll kennen wir. Diese ganzen verschlüsselten Variablen kennen wir. Nanocore kennen wir. Was für ein Zufall. Wir haben hier sogar einen Public Key Token. Wie cool ist das denn? Wofür wird der denn verwendet? Wird der verwendet, um Dateien zu verschlüsseln? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist ja interessant. Da hat sich auf einmal ein Programm installiert, das genauso aussieht wie RobloxSheet.exe, hat sich in den Autostart gepackt und nennt sich AGB Subsystem, was glaube ich irgendwas von Radeon-Grafikkarten ist. Was keinen Sinn macht, weil hier ist gar keine Radeon-Grafikkarte drin. Aber, was ich mal gemacht habe, ich habe mein System ein wenig gespooft. Ich habe nämlich die ganzen Registry-Einträge von meinem Rechner hier geändert. Und zwar, dass es so aussieht, als wäre meine NVIDIA-Grafikkarte
eine AMD Radeon Grafikkarte. Könnte aber auch nur ein Zufall sein. Das Ding heißt immer RGP Subsystem. Auf jeden Fall, hier ist ein kleines Programm, das sich beim Neustart automatisch startet. Interessant. Ich würde mal sagen, nachdem man so ein Programm installiert hat, ohne gefragt zu werden, ob man es dann installieren möchte, sollte man ja immer den PC neu starten. Und das werde ich jetzt machen. Das einzige Problem beim Neustarten ist halt, dass der Windows Defender sich immer wieder aktiviert. Das heißt, ich muss schnell sein, damit der hier nicht dazwischen funkt. Also gehe ich mal auf Neustarten. Und während er neu startet, haben wir noch eine schöne Zeit in Roblox. Ein bisschen planschen. Yay! Ist es nicht toll? Ist es nicht toll, dass ich das auf meinem Rechner mache, damit ihr das nicht machen müsst? Weil ich sage euch, ab dem Punkt, an dem ich jetzt bin, wenn ihr das gemacht hättet auf eurem Rechner, wo ihr mit eurem Roblox-Account angemeldet seid im Browser, dann wäre euer Account jetzt schon längst weg. Euer Account wäre weg, das Passwort wäre geändert und eure Pets wären rübergetradet auf den Account von RDW-Suchti. Okay, wir starten mal. Melden uns an. Jetzt muss es schnell gehen. Defender, nein! Geh weg, Defender! Einstellungen verwalten, Echtzeitschutz aus. So, oh Mist. Jetzt hat er wieder Sachen gefunden. Okay, Bedrohungen gefunden. Gucken wir mal rein. Okay, der Roblox-Sheet hier wurde nicht gefunden. AGP-SS wurde nicht gefunden. Das wäre jetzt zu schade, wenn unser gutes... Nein! Die Malware ist nicht mehr da. Ach Mensch, Windows, warum fuckst du uns immer dazwischen? Gut, dann müssen wir nochmal machen hier. Roblox-Sheet.exe ausführen. Macht gar nichts. Okay, AGP-SS ausführen. Ah, das freut sich. AGP-SS-Exe. Was macht denn das? Es sieht Arbeitsspeicher und versteckt sich jetzt wieder. Meint ihr, das Programm ist nicht so zufrieden, weil ich gar keine Zugangsdaten in Firefox gespeichert hat? Oder meint ihr, das Programm ist nicht so zufrieden, weil ich mich in einem Subnet befinde, wo man nicht auf andere Geräte zugreifen kann? Auf jeden Fall haben wir AGPSS jetzt wieder drin. Windows meckert rum. Aber mir ist nichts passiert. Mir ist nichts passiert, weil ich mich jetzt in einer gesicherten Umgebung befunden habe. Und euch wäre bei dem Ding jetzt wahrscheinlich auch nichts passiert, wenn ihr ein bisschen schlau gewesen wärt. Weil der Trick, um nicht gehackt zu werden, ist, wenn ihr eine Warnung bekommt von Windows, dass eine Datei nicht in Ordnung ist, dann rührt ihr die Datei nicht an. Wenn ihr eine Warnung bekommt von Firefox, dass eine Seite nicht in Ordnung ist, dann geht ihr nicht auf die Seite rauf. Und wenn euch irgendwer erklären will, dass es so viel sicherer ist, sich einfach irgendeine Antivirus-Software zu installieren. Der Windows Defender ist richtig gut. Der Windows Defender hat mich so gut geschützt vor dieser ziemlich alten und zugegebenermaßen schlecht umgesetzten Malware. Vielleicht war sie früher bedrohlicher. In der Konstellation ist sie es jetzt nicht. Ich aktiviere jetzt wieder den Viren- und Bedrohungsschutz. Kann dann auch wieder hier, der Echtzeitschutz ist auch wieder drin. Jetzt ist alles wieder tamam. Jetzt können wir einfach mal hier eine Schnellüberprüfung durchführen lassen. Der überprüft jetzt einmal alle Dateien. Also RDW-Suchti, falls du das Video bis zu diesem Punkt hier siehst, überprüfe bitte deinen PC oder lass deinen PC von jemandem, der sich wirklich auskennt, überprüfen auf Malware, weil du wirst sehr wahrscheinlich Malware auf deinem Rechner haben. Du wirst wahrscheinlich Teil eines Botnets, vielleicht gibt es einen Crypto-Miner auf deinem PC drauf, alles Mögliche kann sein, weil du gedacht hast, du könntest jetzt im Internet ganz schnell irgendeinen Hack finden, den schnell an die Welt raushauen und damit Leute scammen. Im Endeffekt bist du der gescammt. Und du merkst es nicht mal. Du postest auf deinem YouTube-Channel Videos wie How to get free Robux, not fake, only works on PC, only works on Windows oder Augenblick, wie heißt das? Hier habe ich noch einen Screenshot von dem Video. Only works on computer. In dem Video, er ist nur auf seiner Seite, wo er hier mit Inspect Element seine Robux nochmal bearbeitet hat. Ist dir das nicht peinlich? Und wie ein richtiger Gamer benutzt er natürlich auch Opera GX. Naja, Backdoor MSLI Nanocore wurde gefunden. Packen wir in Quarantäne. Das Problem ist, da ich die Dateien jetzt hier ausgeführt habe, ist dieser Rechner infiziert. Hier, die Sachen wurden jetzt entfernt, habt ihr gesehen. Aber um wirklich sicher zu gehen, ob hier wirklich nichts mehr drauf ist, ist es schwer. Es kann immer sein, dass hier noch irgendwas installiert ist. Ich glaube, da dieser Hack ziemlich wack war, dass ich jetzt tatsächlich durch eine ganz normale Schnellüberprüfung wieder auf einer sicheren Seite bin. Aber lasst euch das nochmal von einem Profi anschauen. Lasst jemand nochmal durch alle Dateien durchstöbern, gucken, ob hier irgendetwas nicht stimmt. Das machen wir weg. Guck mal hier, die Run.dat. Weil dieser Ordner existiert noch. Die Exe-Datei hier drin wurde zwar von Windows gelöscht, der Ordner existiert noch, der kann weg. Der wurde einfach von dem Virus installiert. Und wer weiß, was noch installiert wurde. Und deswegen werde ich diese virtuelle Maschine auch löschen. Ich habe mir natürlich vorher ein Backup gemacht. Hiermit ist es jetzt erstmal vorbei. Und was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Kann man wirklich durch irgendwelche Hacks gratis Robux bekommen? Die Antwort ist ja, weil da draußen wird es noch etliche Sicherheitslücken geben, die noch nicht gefunden wurden. Sogenannte Zero Days. Aber du, der hier gerade zuschaut, du wirst wahrscheinlich niemals gratis Robux durch irgendwelche Hacks bekommen. Weil die Zero Days, die werden meistens von den Roblox-Entwicklern selbst oder gar nicht gefunden. Wenn sie gefunden werden, werden sie schnell behoben, bevor sie exploited werden. Weil das ist so ein kritisches Thema. Bevor diese Schwachstelle überhaupt publik wird, wird sie wahrscheinlich schon behoben sein. Und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie gratis Robux zu bekommen, indem man irgendwelche Hacks auslöst. Wenn ihr sowas irgendwo im Internet seht, fallt nicht drauf rein. Es ist immer, verspreche ich euch, es ist immer ein Virus, Malware, Ransomware, was auch immer, um euch
zu schaden, um euren PC zu ruinieren, um eure Roblox-Zugangsdaten zu klauen und eure Robux zu scammen, eure Pets zu scammen, alles zu scammen, was ihr habt. Deswegen fallt nicht auf sowas rein, sucht nicht nach gratis Robux-Sheets und wenn ihr irgendwo Werbung seht von wegen, hier, so kriegst du gratis Robux, fallt nicht drauf rein. Es gibt keine Hacks oder Sheets oder so. Die einzigen Möglichkeiten, um gratis Robux zu bekommen, ist dafür zu arbeiten. Genauso wie man auch gratis Geld bekommt. Entweder man arbeitet dafür, man erstellt ein Roblox-Spiel und kriegt dann Geld von den Spielern, dadurch, dass sie Premium-Spieler sind und das spielen, oder dass sie euch supporten. Ihr könnt Sachen auf Roblox verkaufen. Ihr könnt Gamepässe verkaufen. Das kostet gar nichts. Das habe ich mal ein Video gemacht, das ist oben rechts verlinkt. Ihr könnt auch T-Shirts verkaufen oder Hosen, die kosten 10 Robux. Ihr könnt auch UGCs verkaufen, das ist aber ein ganz anderes Thema. Dafür müsst ihr erstmal UGC-Creator werden oder halt einfach Spiele machen und Developer-Products dort verkaufen. Aber auf illegale Wege, Robux zu bekommen. Kommt gar nicht erst auf die Idee. Lasst es einfach sein. Es geht nur in die Hose. Und am Ende seid ihr die, die gescammt werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!